Ich bin in Köln, weil ich morgen bei Verbotene Liebe einen Song performen darf. Ich habe deutsche Popmusik geschrieben und bin ganz stolz darauf, dass das morgen dann dort mitgedreht wird. Aber Musik mache ich, seitdem ich eigentlich denken kann. Ich habe schon ganz, ganz früh angefangen, aber so richtig professionell habe ich eigentlich vor 6 Jahren gestartet. Und dass ich von Musik mal leben kann, hatte ich mir eigentlich irgendwie nie erträumt. Und deswegen bin ich das nie wirklich angegangen und habe erstmal eine Banklehre gemacht. Also ich habe Finanzmanagement studiert und habe da auch richtig gearbeitet noch und habe das auch durchgezogen bis zum bitteren Ende. Es war auch eine gute Zeit, aber ich habe mich einfach zu Tode gelangweilt. Weil ich bin einfach ein Mensch, ich brauche ein bisschen ein kreatives Umfeld. Und dann habe ich angefangen, mit Musikern zusammenzuarbeiten, wo ich gemerkt habe, es wird jetzt irgendwie immer intensiver und immer professioneller. Und jetzt musst du dich entscheiden, entweder bist du jetzt Profibankerin oder bist du einfach Musikerin aus, mit Herzblut. Und wenn man versucht, Musik emotional zu schreiben, weil es kommt halt aus dem Herzen heraus, ob sie jemanden berührt und ob Menschen das annehmen, ist so diese zweite Sache. Ne? Und wenn du plötzlich Bilder drunter legst und mit so einer schönen Serie und einfach dann auch noch so eine Geschichte da hast, wie mit diesen beiden Frauen, dann ist es schon echt ein abgefahrenes Gefühl, wenn man sieht so, wow, das hat irgendwie Hand und Fuß und der Text passt doch zufälligerweise auch genau auf die beiden Hauptfiguren, Marlene und Rebecca. Ich liebe dich. Und ich liebe dich. Es hat was vom Leben in diesem Moment, wo es mich verführt. Die Kraft, die es will. Ich habe meine 20 Seiten Drehbuch durchgelesen, durchgeackert und habe mir auch einen Leitfaden geschrieben. Und mir echt gedacht, Wahnsinn, wie die Schauspieler das sich alles merken können. Ich habe ja nur 3 Sätze zu sagen und dann darf ich das machen, was ich am besten kann. Ich darf dann einfach singen und da auf der Bühne performen. Deswegen, ich bin einfach ganz gespannt. Mal schauen, also wie das morgen ablaufen wird. Achtung! Und bitte! Also der Dreh heute im Vergleich zu einem normalen Bühnenauftritt, den ich so performe, das ist schon was ganz anderes. Weil auf der Bühne weiß ich einfach, was ich tue und dann performe ich mich selbst. Und hier war ich einfach in der Rolle allein, die den Gesangswettbewerb leider verliert. Und das war echt wahnsinnig aufregend, das ist auch gar nicht so unanstrengend. Mehr Videos finden Sie in der Das Erste Mediathek.